Liebe Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, ich spreche hier als Sozialarbeiterin aus der sogenannten Flüchtlingshilfe. Unsere tägliche Arbeit besteht darin, die Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, dabei zu unterstützen, hier in Deutschland eine Perspektive zu entwickeln, sodass sie ein möglichst eigenständiges Leben in Sicherheit, ohne Angst vor Krieg, Armut, Gewalt und Verfolgung führen können. Diese Menschen verlassen ihre vertraute Umgebung, ihr gesamtes Leben, weil sie Bedingungen ausgesetzt sind, die sie dazu zwingen, alles aufzugeben, um in ein anderes Land zu fliehen. Dafür nehmen Geflüchtete unvorstellbar schwere Wege auf sich, in der Hoffnung, ein wenig mehr Sicherheit für ihr eigenes Leben zu finden. Jetzt kommen sie in Deutschland an und finden desaströse Bedingungen vor, in denen es schwer oder unmöglich gemacht wird, sich irgendwie zurechtzufinden. In den letzten Jahren wurden die Gesetze und Bedingungen für Geflüchtete weiterhin vehement verschlechtert und kaum jemand hat noch die Chance, einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Meine Erfahrung ist, dass ich bisher keinen geflüchteten Menschen getroffen habe, der oder die keinen Anspruch hat, hier in Sicherheit leben zu können. Ich habe noch nie eine geflüchtete Person getroffen, die wegen maximal 400 Euro Sozialhilfe oder dem Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften oder vollgestopften Camps nach Deutschland gekommen ist. Daher ist meiner Ansicht die ganze Diskussion um die soziale Hängematte Deutschland völlig absurd. Wer begibt sich denn in Lebensgefahr auf der Flucht, um dann hier ein bisschen Geld, welches gerade so zum Überleben reicht, zu bekommen und Arbeitsverbote zu erhalten? Die wenigen, die das Glück haben, einen gesicherten Aufenthalt in der Asyllotterie zu gewinnen, scheitern häufig an dem Rassismus im Alltag. So finden zum Beispiel Geflüchtete mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder gar einem Studium kaum Arbeit, die ihren Qualifikationen entsprechen. Und selbst wenn sie dann einen Job haben, um sich eine Wohnung leisten zu können, werden sie trotz gesicherter Arbeit fast immer als Mieter abgelehnt und müssen weiterhin in den Unterkünften und Lagern versauern. Anstatt dass der Staat und die Stadt Münster sich auf diese Problematik konzentrieren und gegen Rassismus und Ausgrenzung einsetzen, schaffen sie nur weitere Instrumente der Restriktion und Repression gegenüber Geflüchteten. Schon jetzt herrscht unter Geflüchteten eine ständige Angst davor, abgeschoben zu werden. Wie sollen Menschen sich ein Leben aufbauen können, wenn sie auch in Deutschland nur in Angst und Unsicherheit leben? Wie sollen Kinder und Jugendliche sich auf die Schule und Ausbildung konzentrieren, wenn sie von der ständigen Angst umgeben sind, zurück in Krieg, Gewalt und andere menschenverachtende Situationen abgeschoben zu werden? Häufig entwickeln diese Kinder und Jugendlichen dann psychische Krankheiten. Dann werden sie zu entsprechenden Ärzten geschickt. Ihnen wird eine Depression diagnostiziert, weil die Kinder sagen, dass es sich ja kaum lohnen würde, zur Schule zu gehen, wenn sie eh bald abgeschoben werden. Und da stellt sich mir als Pädagogin die Frage, wie soll qualifizierte Arbeit stattfinden, wenn es kaum die Chance gibt, realistische Perspektiven zu entwickeln, die nicht Abschiebung heißen. In so einer Situation keine Depression oder andere Krankheit zu entwickeln, erscheint mir kaum möglich. Nun plant die Stadt Münster, eine zentrale Abschiebebehörde zu installieren. Ein weiteres Instrument der Restriktion und Repression. Eine Behörde mit dem Ziel, Menschen zurück in elende Verhältnisse zu schicken, damit sie uns bloß nichts von unserem Wohlstand wegnehmen können, auch wenn sie eh keine Chance erhalten, am Wohlstand teilzuhaben. Eine solche Behörde wird nur für noch mehr Angst und Unsicherheit unter Geflüchteten sorgen. Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, wie eine Führungsperson im Abschiebeknast Büren die dortigen Gefangenen misshandelt und ihnen schwere Körperverletzungen zugefügt hat. Und jetzt will Münster eine Behörde eröffnen, die dafür verantwortlich ist, Geflüchtete, unsere Mitbürgerinnen, in solche Gefängnisse zu stecken. Das ist menschenverachtende Politik. Einerseits bekommen meine Kolleginnen und ich, die teilweise auch von der Stadt Münster bezahlt werden, den Auftrag, mit den Geflüchteten daran zu arbeiten, eine Perspektive hier in Münster aufzubauen. Und gleichzeitig errichtet die Stadt Münster eine Abschiebebehörde, die keinerlei Perspektive erlaubt und nur für Verängstigung und Unsicherheit sorgt. Eine solche Situation lässt keine pädagogische Arbeit zu. Daher fordere ich, dass den Menschen eine Perspektive ermöglicht wird. Denn so können meine Kolleginnen und ich hier keine qualifizierte Arbeit leisten. Ändern wir jetzt zusammen etwas an der Ausgrenzungspolitik. Für ein solidarisches Zusammenleben. Gegen eine ZAP hier in Münster und überall.